Freunde, er trainiert Pit Force. Für alle, die es nicht wissen, was Pit Force ist, Pit Force trainiert man aber eigentlich anders. Ich muss dich noch aufklären. Dann mache ich, was trainiere ich denn jetzt? Jetzt könntest du auch HFT gemacht haben. Aber jetzt halt. Du machst HFT, da suchst du Zweier, Dreier, Vierer oder Fünfer Cluster raus. Ja, das ist nur die Finger. Boah, ist das anstrengend, ich kann genau. Nicht mehr ohne Pause. Jetzt, Freunde, das war jetzt, jetzt hat er es geschnallt. Wir hatten nämlich eine Idee. Das hat jetzt irgendwie so nicht so richtig, Kommunikation war es ein bisschen schwierig, aber jetzt hat es geklappt. Aber und zwar, nicht, dass Sie denken, hier, ich mache nochmal 60 Kilo. Wir haben ja noch das, ich habe doch das Video für unsere kleine Challenge. Ja, das kann ich einblenden. Genau. Also 60 einblenden. Kilo ist nett, aber da geht noch was. Also, Freunde, es geht darum, um das Thema Pausen. Wir sind bei den sogenannten Trainingspausen. Ganz aktuell habe ich erst gerade vorher beantwortet, war folgender Kommentar. Ich bin ziemlich erschöpft, also nicht ich, sondern der Kommentierer, ziemlich erschöpft. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich habe im Moment gerade ein Kaloriendefizit von 700 Kalorien. Kann es daran liegen, dass es an diesem 700-Kalorien-Defizit liegt, dass ich gerade sehr müde bin, sehr ausgepowert. Natürlich könnte es daran liegen, wenn es tatsächlich ein Kaloriendefizit wäre von diesen 700. Da war noch eine App im Spiel, beziehungsweise eine Auswertung einer Armbanduhr, die sagt, so und so viel Kalorien hätte er im Moment verbraucht. Da darf man nicht vergessen, dass diese Uhr, da steckt eine Formel dahinter und die kennt den Stoffwechsel von dem eben nicht genau. Also lassen wir das mal so hingestellt, dass das alles so stimmt. Gibt es natürlich die Möglichkeit einmal, dass diese Müdigkeit dadurch entsteht, dass ein hohes Kaloriendefizit aufgebaut ist. Das ist eine Möglichkeit. Es besteht aber auch noch folgende Möglichkeit. Wie lange hat derjenige jetzt schon trainiert? Trainiert schon am Stück? Wie oft hat er trainiert? Was war sein Vorhaben? Und da weiß ich ganz genau, sein Vorhaben war Gewichtsreduktion. Sein Vorhaben zusätzlich an einem Halbmarathon oder sogar einem Vollmarathon teilzunehmen. Er arbeitet jetzt schon über ein Jahr nonstop, hat also fast keine Trainingspause gehabt und somit ist für mich das allererste, über was man sich Gedanken machen sollte, ist, ob der Organismus jetzt tatsächlich mal eine längere Pause braucht. Immer dann, wenn euer Biofeedback mit euch spricht und euch sagt, pass auf, irgendwie habe ich im Moment ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Im Moment habe ich überhaupt keinen Bock auf Training. Gibt es natürlich verschiedene Szenarien, darauf zu reagieren. Wichtig ist erstmal, überhaupt darauf zu reagieren. Warum? Unser Biofeedback, das gibt es und das hat natürlich auch eine gewisse Aussagekraft. In dem Moment, wo wir dieses Feedback vom Körper bekommen, keine Power, keine Lust, erhöhtes Schlafbedürfnis, da müssen wir drüber nachdenken, woher kommt das, unser Körper im Moment mit uns drüber spricht. Wir können natürlich hergehen und sagen, wie ist momentan das Wetter ist schlecht, wir haben ganz wenig Sonnenschein, kann Mittenverursacher sein. Dann das Kaloriendefizit kann auch Mittenverursacher sein. Kann aber auch sein, dass man einfach sich über Wochen und Monate hinweg auf sein Training fokussiert, auf sein Ziel fokussiert hat. Und eigentlich, obwohl der Körper schon öfters mal gesagt hat, hey Kollege, mach doch mal ein bisschen Pause, wir kopfdominant waren und unserem Körper gesagt hat, ist mir scheißegal, was du von mir willst, ist mir scheißegal, welches Biofeedback du mir gibst, ich mach weiter. Warum? Weil ich einen ganz genauen Zielfokus habe. Da möchte ich hin, da zwinge ich meinen Körper dazu. Und deshalb passiert Amateuren ganz oft. Profisportler. Die sind da meistens besser gestellt und haben meistens auch noch einen Coach, der ihnen rechtzeitig sagt, mein Freund, du hast jetzt Trainingspause. Parameter Ruhepuls zum Beispiel, dein Ruhepuls ist erhöht. Deine Körpersprache sagt mir, und dein Feedback, was ich von dir habe, sagt mir, du kriegst jetzt von mir eine sogenannte Trainingspause verordnet. Die meisten von euch sind ihr eigener Coach. Und wenn du dein eigener Coach bist, dann ist es wichtig, wenn du auf dein Biofeedback hörst. Wenn dein Körper mit dir spricht und zu dir sagt, pass auf Kollege, ich habe keinen Bock zum Trainieren, du musst dich zum Trainieren zwingen, obwohl du normalerweise freiwillig ins Training gehst. Dann ist einfach die Frage, Trainingspause, mache ich jetzt eine Trainingspause? Ja, mach eine.
Mach eine bewusste Trainingspause und jetzt kommt noch das Allerwichtigste. Wenn du dich entschieden hast, eine Pause zu machen, dann solltest du alles haben, aber kein schlechtes Gewissen, weil du jetzt gerade Pause brauchst. Du hast alles richtig gemacht, weil du auf dein Biofeedback hörst, weil du die Sprache deines Körpers hörst, erkennst und reagierst. Und dann hast du 100 Punkte und hast alles richtig gemacht. So, dann machst du zum Beispiel mal eine Woche lang, eine ganze Woche, eine Trainingspause. Du wirst da keine Muskelmasse verlieren. Der katabole Teufel schlägt dir nicht mit dem Dübel auf den Kopf und klaut dir Muskelmasse, passiert nicht, sondern du wirst dadurch natürlich einen minimalen Verlust haben, wenn du den ersten Tag wieder trainierst, aber du kannst dadurch nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Und wenn du diesen eine Woche lang Trainingspause gemacht hast und du gehst wieder trainieren und du merkst nach ein, zwei Tagen Training wieder, fuck, ich bin immer noch so ausgepowert, dann würde ich auch mal eine ganze Woche lang 300, 400, 500 Kalorien mehr essen, wie du tatsächlich brauchst. Und dann gehst du wieder trainieren. Nach dieser Woche und stellst fest, ich bin immer noch müde, immer noch ausgepowert. Dann wird es Zeit, dass du mal zum Arzt gehst. Dann gibt es einige andere Parameter zu überprüfen, Schilddrüse zum Beispiel. Dann gibt es den Eisenwert zu überprüfen. Dann gibt es den kompletten Vitaminstatus, Magnesiumstatus, Mineralstoffstatus zu überprüfen. Mal gucken, ob ein Infekt im Körper ist. Und wenn das nicht der Fall sein soll, dass du zum Arzt zurückkommst und sagst, du bist kerngesund, Kollege, dann brauchst du einfach nochmal eine längere Trainingspause. Dann bist du einfach leer ausgepowert. Dieses ausgepowerte Leersein kann kommen von ja, zu regelmäßigem Training, zu häufigem Training ist auch eine Möglichkeit. Kann aber auch sein, dass du einfach vielleicht außenrum noch Stressparameter hast. In der Firma, in deinem Job, bei deiner eigenen Firma, in deiner Familie. Du schläfst schlecht, weil du Stress zu Hause hast, weil deine Frau dich beschimpft, was weiß ich, weil deine Kinder schlechte Noten haben. Da gibt es so viele Dinge, die passieren können. Und all die Dinge muss man sensibilisiert sein dafür, um bewerten zu können, warum ist es jetzt gerade so? Warum ist die Situation jetzt so? Ich bei meinen Coaches bin dafür zuständig, denen natürlich auch die Infos zu geben. Derjenige, der jetzt die Infos bekommen hat, der hat es jetzt anbekommen, alle anderen in der Gruppe, die geschlossene Facebook-Gruppe, hat jetzt mitgelesen. Und wenn die so einen Fall haben, dann werden die, so hoffe ich, das nächste Mal genauso reagieren und sagen, da war was, Mr. T hat mal da was geschrieben, ich probiere es aus. Erstmal eine Woche Trainingspause, danach erhöhte Nährstoffzufuhr, wenn es immer nicht klappt, zum Arzt gehen, alles gut ist, dann nochmal eine längere Trainingspause. Und schon ist gut. Nochmal abschließende Worte, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr eine bewusste Pause einlegt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr diese Pause als besonders wertvoll deklariert und sagt, yes, die Pause ist geil, die brauche ich. Dadurch werde ich, wenn ich wieder anfange, viel mehr Leistung haben. Wenn ihr sie als nicht wertvoll deklariert und sagt, scheiße, Verlust, scheiße, ich gehe was verloren, scheiße, ich werde dadurch Muskelmasse verlieren, ich werde dadurch Leistung verlieren, dann habt ihr keine Entspannung, keinen Genuss bei der Pause. Denn eine Pause ist wichtig, wenn man sich bewusst sich gönnt, dass man dann sagt, yes, ich lehne mich zurück, ich muss nicht drüber nachdenken, dass ich was verliere, ich habe keine Verlustangst, sondern ich genieße die Pause. Und dann wirkt sie. Gut, Freunde, das war's schon. Und jetzt habe ich noch eine Idee für euch. Und zwar, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, ich möchte das wissen, das wissen, das wissen, es liegt in meinem Wissensbereich, dann schickt mir die Info und sagt, hey, ich hätte gern einen Podcast, hey, ich hätte gern ein Video genau über dieses Thema. Und dann werden wir genau dieses Thema bearbeiten. Genauso wie jetzt, nämlich dieses Thema Trainingspause war gewünscht und davor der Muskelkater war auch gewünscht. Ihr wünscht, wir liefern. So einfach ist das. Freunde, viel Spaß bei allem. Mr. T aus Karlsruhe. Bye, bye.